Genau, denn wir wollen auch noch mal mit zwei Journalistinnen auf den Parteitag schauen, wie gestern schon Ann-Kathrin Müller und Friederike Haupt, FAZ und Spiegel, die das auch hier alles beobachten. Jetzt am Anfang des zweiten Parteitags, Frau Müller, was erwarten Sie denn? Ja, tatsächlich soll es heute noch um ein paar inhaltliche Dinge gehen, um Russland zum Beispiel, aber eben auch um die Frage, ob die Partei künftig einen Generalsekretär haben soll. Und da gab es ein bisschen Aufregung drum vorher und auch da hat man jetzt so Ruhe Sand drüber geschüttet und wird den Antrag so machen, dass damit alle zufrieden sein können. Und da merkt man einfach, wie die Partei wirklich versucht, dass bloß kein Streit aufkommen kann. Aufregung ist ein gutes Thema, denn im Vorfeld gab es auch sehr viele Diskussionen über einen der Co-Vorsitzenden, Tino Chrupalla, der dann hier mit sogar dem besseren Ergebnis gewählt wurde. Was war da los? Warum gab es im Vorfeld so viele Diskussionen und hier hat man dann auf dem Parteitag eigentlich nicht viel davon mitbekommen? Ja, das war ein großer Kraftakt der Partei, die die Reihen schließen wollte, um Diskussionen abzuwenden über Zerstrittenheit, Chaospartei. Dass es jetzt so kommt, dass Herr Chrupalla sogar mehr Stimmen erzielte als Frau Weidel, war, glaube ich, nicht so beabsichtigt und hat auch hinter den Kulissen für ein paar Debatten und Diskussionen gesorgt. Und das wird sicherlich auch in den nächsten Monaten ein interessantes Feld zu beobachten, wie die beiden ihre Rollen suchen, auch mit Blick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur. Herr Chrupalla ist jetzt zumindest formal auf Augenhöhe durch sein gutes Ergebnis. Und man kann sich vorstellen, dass da durchaus kein Machtkampf vielleicht, aber doch ein Ringen um die Deutungshoheit an der Parteispitze stattfinden könnte. Sie haben Russland auch schon angesprochen. Es gibt hier zwei Anträge, die besonders interessant sind, weil einer auch von der Parteivorsitzenden Alice Weidel ist, in dem wird der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Dann gibt es wiederum einen anderen, eine Resolution für ein Europa des Friedens, wo eigentlich nur gefordert wird, bloß alle Sanktionen wegzulassen. Wird das zusammenpassen? Erwarten Sie da hier eine Einigung? Also ich kann mir sogar vorstellen, dass schon im Vorfeld darüber nachgedacht wurde, die zusammenzufügen mit so Formulierungen, wo dann kaum jemand mehr was gegen hat. Und dann macht man noch kurz so ein bisschen Aussprache und dann kann man schon wieder sagen, ach Mensch, wir haben das ja jetzt so professionell geregelt. Da ist halt die Frage, ob sich genügend damit zufrieden geben würden, da dieses Wort Angriffskrieg drin zu haben. Aber ich habe schon so den Eindruck, dass sie in der Halle hier sehr freut, dass jetzt so viel von Einigkeit die Rede ist, auch in den Medien. Frau Haupt, erwarten Sie da noch Diskussionen hier vor Ort, vor Kameras? Also ich kann mir vorstellen, dass Björn Höcke durchaus noch einen kleineren oder mittelgroßen Aufschlag macht, um sich ins Gespräch zu bringen und auch zu zeigen, dass er da ist. Es gab gestern Abend schon einige Debatten in Telegram-Gruppen darüber, warum er so passiv sei. Große Enttäuschung wurde geäußert von Leuten, die vielleicht nicht so einverstanden waren, also von der Basis mit den Ergebnissen des Parteitags. Und ich kann mir vorstellen, dass er in diese Richtung ein Signal geben möchte, dass er schon noch da ist und weiß, worum es hier geht. Friederike Haupt, vielen Dank. An Katrin Müller, Ihnen auch vielen Dank für Ihre Einblicke.